Also die Anfahrt war schon mal beschwerlich. Über landwirtschaftlich genutzte Wege ging es nach Blockhausen, einem Ortsteil von Dorf Chemnitz. Hier aber nun waren diese Geräusche zu vernehmen. Und das stundenlang. Aber das hat keinen gestört. Selbst Angela Merkel hatte ihre Hände in vertrauter Position gebracht und schaute dem Treiben der Kettensägenschnitzer zu. Und die sagten uns: Ich kann das in drei Worten sagen. Das Beste der Welt. Es gibt nichts, was denen hier das Wasser reicht. Und ich war in einigen Ländern schon und habe dort geschnitten. Glaubt man es. Gigantisch, absolut Weltklasse und sehr schön. Und da waren ja noch der Ausrichter, Sauensäger Andreas Martin, der Schirmherr, Landrat Volker Uhlich, Mittelsachsen und der Ehrengast Gunter Emmerlich. Das Material Holz, das ist für mich was ganz Wunderbares. Ich könnte bloß außer Hacken und Sägen nichts damit anfangen, aber eben sägen einfach nur so geradezu. Und ich bewundere die Künstler, die hier Großartiges schaffen. Haben Sie sich denn schon für ein Motiv entschieden, was Ihnen persönlich ganz besonders gut gefällt, was gelungen ist? Danach geht es nicht. Also erst einmal darf ich jetzt noch gar nichts sagen. Und außerdem hat das zum Teil das Publikum oder im speziellen Falle eine Jury entschieden. Und da schließe ich mich dieser Entscheidung an. Ich werde mich nicht überheben. Herr Landrat, wie stolz sind Sie denn eigentlich, dass so ein Event, sagt man heute dazu, in Ihrem Landkreis hier platziert ist? Ja, ich denke, da wird jeder darauf stolz sein. Aber es ist nicht nur der Stolz, dass wir sagen können, das sind wir. Das ist ja die ganze Region und die kennt keine administrative Grenzen. Das ist einfach das Erzgebirge und da ist das egal, ob das im Erzgebirgskreis oder dann in unserem Erzgebirgsteil in Mittelsachsen liegt. Aber Sie müssten sich mit dem Straßenbau beschäftigen. Es ist ja kaum ein Rankommen heute. Ja, das ist nur einfach mal die Geografie, die wir hier haben. Und die Lokalität ist nun mal so, dass hier keine Bundesautobahn durchführen. Und ich denke, das ist gut so. Und wer hierher kommt und ein paar Minuten läuft und dabei die wunderschöne Landschaft genießen kann, der ist letztendlich, wenn er hier ist, auch zufrieden. Würden Sie noch ein Wort verlieren wollen zum Macher dieser ganzen Veranstaltung, zum Herrn Martin? Was ist das eigentlich für ein Typ? Der Andreas Martin ist ein Typ, da passt in keine Schablone. Er ist alles andere als bequem, aber er gehört für mich zu den Machern, der Mut hat, der anpackt, der Visionen hat und der Menschen begeistern kann. Wer bringt das schon als Privatinitiator auf die Beine über Pfingsten, 6, 7, 8 bis 10.000 Menschen hierher zu holen? Soweit der Schirmherr Landrat Volker Uhlich und der Ehrengast Gunter Emmerlich. So, und nun überlasse ich Ihnen die schnitzenden Künstler mit der Kettensäge. Einige Bilder vom Wettbewerb im Speed Carving soll heißen, hier muss rangeklotzt werden. Eine Stunde Zeit gibt es für eine kreative Gartenbank. Wer da glaubt, dass dieses Kettensägenschnitzen nur die Domäne der Männer ist, nein, nein, geirrt. Zwei Frauen, zwei Mädels waren auch dabei. Mit einer haben wir dieses Gespräch geführt. Ich bin die Stefanie Huber, ich komme aus Bayern, wohne bei München und ich bin schon zum 8. Mal da. Also ich sehe hier, ihr seid in vielen Abschnitten tätig. Wie viele Leute arbeiten denn an diesem Bienenstock? Den wir jetzt vorhin sehen, den großen haben wir zu zweit gemacht. Mal ganz unter uns, eine Frau, ein Mädchen als Kettensägerin, das ist wie normal in Bayern. Nee, gar nicht. Also nicht normaler als hier auch. Aber wie sind Sie dazu gekommen, hat der Vati gesagt, ja, hast du eine Säge, nun mach mal Holz. Nee, gar nicht, der fand es ganz schrecklich, wollte Holzbildhauer werden, er hat gesagt, aber du bist doch kein Künstler. Und dann habe ich gedacht, naja, ich will aber Holzbildhauer werden und habe das gelernt und dann angefangen mit Sägen. Weil ich festgestellt habe, es macht eigentlich viel weniger Arbeit. Was war denn das Komplizierte hier bei diesem Objekt? Also wir haben halt versucht, die Figuren in Bewegung zu versetzen. Und dass es auch natürlich aussieht, wie sie die Leiter festhalten. Da musste man ein bisschen denken. Und an Musikinstrumenten wird noch gewerkelt hier. Die sind für die Bank, für den Günter Emmerlich. Die setzen wir gleich zusammen. Ich habe gerade noch die Rückenlehne gestaltet und die wird dann nachher übergeben. 5, 4, 3, 2, 1, aus!
Jawohl, ein großes Beifall für unsere Kindlingssitzer. Die haben sich echt für euch den Arsch aufgerissen. Das war schließlich das Ende für die Künstler im Bereich Speed Carving. Und mit einem Teilnehmer dieses Gespräch. Hallo, ich bin Shabu Engineer. Mein Name ist zwar falsch geschrieben zweimal, aber trotzdem, so heiße ich. Wie war es denn hier zu diesem großen Festival, zu dieser Werkstatt? Wie immer, das ist keine Werkstatt, das ist schaffe, bis du umfällst. Das ist das. Ne? Du bist ja des Öfteren dabei. Ich bin bis jetzt, außer dem ersten Mal, war ich jedes Mal dabei. Das wird jetzt gerade weggeschafft hier. Das ist dein Kunstwerk. Ja, was heißt Kunstwerk? Speedcarving, Schnellschnitzennisse. Wir haben in rasendem Tempo in einer Stunde etwas geschnitten, das jetzt auch versteigert wird. Und die Jury ist das härteste Jury der Welt, weil sie müssen ja bezahlen, wenn sie ihre Stimme abgeben. Ne? Also wird auch nur was Schönes gut ersteigert. Wie sieht nun der Macher Andreas Martin diese Veranstaltung? Es war wieder genial, was die Säger geschafft haben, Bienenbeuten. Und du wirst sicher die eine oder andere schon gefilmt haben. Also vom riesigen Bär bis zu den Waschbären. Selbst die Angela Merkel ist hier vertreten. Also wieder geniale Sachen. Wer hat denn dieses Thema vorgegeben? Ja, ich selber. Wir haben hier unten einen Imker mit einem Wanderwagen. Und dem wollen wir in 2 Jahren also ein kleines Bienenhaus bauen. Und in dem Bienenhaus soll eine Schauimkerei entstehen. Und als attraktive Begleitung der ganzen Sache kommen diese Schaubeuten dazu. Erzähl doch mal was zum Feld, das sich hier eingefunden hat. Das sind nicht nur Erzgebirger. Nein. Es sind Leute aus USA, aus Japan, aus Kanada, Australien ist man nicht dabei. Aus Österreich, aus Norwegen, aus Ecuador und aus der Ukraine, also ein Weltcup. Aber der Gunter Emmerlich, der schnitzt nicht mit? Nee, aber er ist unser Ehrengast und es ist natürlich besondere Freude, ihn begrüßen zu können. Und was macht der Landrat hier? Er ist natürlich begeistert, dass er so ein Event in seinem Ort oder in seinem Landkreis hat. Also der Landrat ist schon seit vielen Jahren unser Schirmherr über diese Veranstaltung und kommt tapfer jedes Jahr Pfingsten am Montag hierher, egal was da Familie anliegt. Das rechnen wir ihn sehr hoch an und ja, er ist begeistert. Du warst ja früher der Förster im Freiberger Wald. Seit 1.1. bist du hier richtig selbstständig. Alles gut gelungen, der Sprung in die Marktwirtschaft? Ja, der Sprung ist gut gelungen und ich muss sagen, ich bereue den Sprung nicht. Ja, es war an der Zeit, es war einfach Zeit. Wie ist das Event zu Pfingsten? Aber sicherlich haben die Leute auch Lust, mal hier vorbeizukommen, wenn nicht gerade so viele Leute hier sägen. Ja, man kann jederzeit hier vorbeischauen. Die Walderlebnishütte wird aber nicht bewirtschaftet, sondern man kann sich also halt hier umschauen, bringt sein Essen und sein Trinken, seinen Kaffee mit, setzt sich an den längsten Tisch der Welt und genießt einfach dann die Ruhe hier. Letzte Frage, gibt es einen persönlichen Hit bei dir, wo du sagst, das ist meine Nummer 1? Ist unmöglich. Aber was kommt deiner Kunst am nächsten? Ja, also ich schnitze natürlich gerne Tiere und gerade der Grizzlybär oben vom Chef Samotowski ist also unwahrscheinlich beeindruckend. Und die ganzen Sachen, die bleiben auch hier stehen? Die ganzen Sachen bleiben hier stehen und werden also in unsere, sind ja die Bienenbeuten, in jeder Figur steckt ja das Bienenvolk drin. Und die ganzen Sachen werden also hier noch viele Jahre besichtigbar sein. Soweit Andreas Martin, der dieses Mal nicht selbst zur Kettensäge griff, sondern mit seinem Team diese Veranstaltung organisiert hatte. Und damit 13 Kunstwerke geschaffen wurden, die vor Ort ihren Platz finden werden. Aber auch andere geschaffene Kunstwerke waren zu bestaunen, ob nun dieses Bett oder der neue Kalender 2012 von Blockhausen. Unser nächster Gesprächspartner, ein gut deutsch sprechender Norweger, nämlich Oliver Vogt. Waren jetzt 4 anstrengende Tage, also sind froh, dass jetzt auch zu Ende ist. Erzähl doch mal was zu deinem Objekt hier. Ja. Der Gedanke war gewesen, natürlich was über Norwegen darzustellen. Und das ist halt ein Wikinger, der Met trinkt. Und die Bienenbeute ist halt im hinteren Teil eingebaut. Ja. Da haben wir ein kleines Toilettenhäuschen. Ah. Und da wohnen dann die Bienen drin, mehr oder weniger. Und das Ganze neben Angela Merkel hier? Ganz neben Angela Merkel, ja. Das hat Österreich fabriziert. Ösi! Oh je, ja. Seit wann bist du in dieser Branche tätig? Seit 2 Jahren.
Ich habe hier einen Schnitzkurs gemacht vor 2 Jahren und dann habe ich angefangen und ja, jetzt stehe ich hier und nehme teil. Wie ist denn eigentlich das Zusammengehörigkeitsgefühl? Hat man da richtig Zeit, abends mal einen richtigen zu trinken, gemeinsam? Ja, ich glaube, da kein Kommentar. Kein Kommentar? Also, trinkt doch. Etwas, ja, ja, etwas. Wir müssen ja auch feiern. Ne? Und der Andreas Martin, der ja selbst richtiger Sauensäger ist, der ist diesmal als großer Stressfaktor, als Organisator tätig. Wie wird man, kann man diesen Mann einschätzen? Ja, also Andreas ist ein Mordskerl und man muss absolut einen Hut ziehen, was er hier geschafft hat und was er auch für uns als Kettensägenschnitzer machbar macht. Also es ist unglaublich. Es gibt es nur einmal in der Welt, definitiv, und das ist hier. Also kein Event kann da mithalten, weltweit. Du bist natürlich hierher gekommen, um hier den ersten Platz abzuräumen, oder? Ja, also... ich glaube, da werden wir noch 1-2 Jahre warten müssen. Aber ja, erster Platz glaube ich eher nicht. Aber man muss schon ein bisschen mit Motivation rangehen. Ansonsten schafft man das vielleicht nicht. Sie sind richtig begeistert, sehe ich gerade. Angela Merkel in Holz. Ja, bin ich. Was hat Sie hier begeistert? Ist Tamer, das heutige Tamer. Bienen. Bienenbeuten und dazu die Kunst. Und was haben Sie als Ihre Nummer 1 ja schon herausgefunden? Habe ich noch keine. Ich bin gerade beim Gucken. Natürlich super Stimmung zu Pfingsten in Blockhausen. Und schließlich standen Sie auf der Bühne. Der Schirmherr, der Landrat und der Ehrengast Gunter Emmerlich. Ganz wunderbar hier. Ich bin noch nicht das erste Mal hier und auch nicht das letzte Mal logischerweise. Und ich wollte eigentlich im zweiten Leben immer eine Reblaus werden. Aber nachdem ich das hier nun zum wiederholten Mal erlebt habe, werde ich vielleicht doch lieber ein Holzwurm. Mal sehen. Wenn wir Gunter Emmerlich hier haben, der ja fast alle bekannten Opernhäuser dieser Welt schon besucht hat, ich denke, Jürgen, ihr Lied müssen Sie uns jetzt drauf. So ohne alles? Nee, das klingt ja wohl. Ja. Nee, das kann man niemandem zumuten, wirklich nicht. Ja. Also, gibt es ein Schnitzerlied? Nee, gibt es nicht, ne? Oder? Was kann man denn singen? Wenn das Lied der Nachtigall verklungen, fliegt sie hin zum nahen Bach. Wer den ganzen Abend lang gesungen, der wird durstig und auch schwach. Es ist doch seine arme Kehle aufs Trinken schon erpicht, denn dursten können nur Kamele, aber Sänger können's nicht. Und kein Bier hier. Nichts, gar nichts. Gunter Emmerlich, das ist doch was. Live. Siehste, da war doch das Flehen nicht umsonst. Ja, vielen herzlichen Dank. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, aber ich möchte, dass wir uns beim Andreas ganz einfach mal mit seiner gesamten Mannschaft, denn jede Kette ist nur so stark oder so schwach wie das schwächste Glied, einfach ganz herzlich bedanken. Vielen Dank für diesen ganz tollen Weltcup. Vielen Dank für alle, die hierher gekommen sind. Und ja, ich hoffe, dass Sie auch dieser Veranstaltung in den nächsten Jahren die Treue halten werden. Andreas, wo ist er denn? Schönen Dank. Darauf blicken wir jetzt. 260, wer macht 280? Bereits im Vorfeld wurde am Nachmittag durch Ersteigerungen auch die Platzierten beim Speed Carving geehrt. Platz 3 ging an. Mit einem Ersteigerungserlös von 3210 Euro. Uwe Hempel. Platz 2 belegte. Von 4400 Euro. Geht in die Pfalz an Sigurd Pratzel. Was bleibt, ist der Sieger, der erste Platz. Preis im Speedcarving geht nach Hessen, Indien, wo auch immerhin du herkommst, du Großmal, komm her. Sigurd Pratzel. Schau mal, also, ich brauche nicht mehr zu schwätzen. Ihr habt nicht genug Schwätze gehört. Dankeschön, dass ihr das gemacht habt, weil nur euch haben wir es zu verdanken, dass wir hier oben stehen. Ohne euch, die uns antreiben, wenn wir da schnitzen. Wenn wir da schnitzen und gucken hoch, dann gucken alle lauter Gesichter hin. Und das gibt einem nochmal extra, extra Energie, um weiterzumachen, um hinterher tot umzufallen. Dankeschön.
Jabor hat einen Wert von 5.150 Euro ersägt. Die drei Platzierten, Uwe Hempel, Sigurd Brazel und Chapeau Engineer. Da steht erster Platz, ne? Wahrscheinlich nur, weil wir vorher miteinander geschwätzt haben. So, ne? Ist das. Ja. Alles klar. Wie würden Sie jetzt die Sache zusammenfassen? Es ist die drei Worte, der beste Ort auf dieser Welt. Alles Gute. Dankeschön. Und nächstes Jahr wieder. Ja, der beste Ort dieser Welt. Es waren fünf Worte, wir haben es hingekriegt. Nächstes Jahr, selbstverständlich. Reich des Landrates. Ja, immer irgendwie, was einen besonders inspiriert, besonders gefällt. Als Politiker müsste ich eigentlich die Angie nehmen. Aber ich bin noch 4 Jahre im Amt und ich möchte bis zum Schluss meine Gehaltszahlung monatlich erhalten. Also gut, kann ich nicht machen. Er hat zwar schon mal einen Preis von mir bekommen, aber ich finde diese russischen Bären, vor allen Dingen, wo die eine so Kess diesen Schinken aushängt, um das deutlicher zu sagen, und die sich dort schon am Met ergötzt haben oder was es auch immer für Honig, Wein oder Getränk war. Ich finde das super, klasse. Der Igor erhält dieses Jahr meinen Preis. Igor! Du hast allerdings einen Fehler gemacht. Das war der andere Igor, der damals den Preis gekriegt hat. Rutbach! Ja. Ich lebe die deutsche Wettische Freundschaft. Jetzt will ich... Das Trastwiet! Ja. Jetzt will ich, wir singen. Galinka, 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 Maja. Saduja, Gada, Malinka, Galinka, Maja. Galinka, 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 Maja. Saduja, Galinka, Galinka, Maja. Wer natürlich Pfingstmontag in Blockhausen zur Veranstaltung war, der konnte mitwerten und ein Zuschauer, ein Besucher, er erhielt einen Sonderpreis. Die zwei Jüngsten durften ihn ziehen. Es war ein Herr aus Burkhardsdorf. Herzlichen Glückwunsch. Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Zuschauer, die sich hier an unserer Zuschauerumfrage beteiligt haben. Sowas. Mir fehlen langsam die Worte heute hier. Was haben nun die Gäste, die Besucher auf Platz 1 gewählt? Ihr seid alle von Größe beeindruckt. Der Bär von Jeff Samodowski. Der fünfte Platz, der geht an zwei Bundesländer, und zwar nach Sachsen-Anhalt und nach Bayern, nämlich an Sebastian Seifert und Stefanie Huber für Till Eulenspiegel. Vierte Platz kann ich verkünden, geht nach Übersee in die USA und zwar an Ken Packick. Entschuldigung, hat er schlecht geschrieben, ja. Und ich habe es dann auch schlecht gelesen. Und zwar für Tiere schnitzen einen Bären. Wo ist er? Da. Dritter Preis, den verkünden Sie jetzt mal. Jeff, das sagst du mal richtig. Ja. Samodowski. Zum zweiten Mal auf der Bühne. Die Ehrung für seinen Bären. Hier ist Platz 2. Jan Lindner für Max und Moritz. Jetzt kommt die Verkündung des ersten Preises. Ich sage erst mal das Motiv und dann wissen Sie aber schon Bescheid. Imker kämpft gegen die Waschbären. Also der erste Preis geht in die USA an Bob King. Mit einem Gruppenbild aller Teilnehmer ging schließlich diese Veranstaltung zu Ende. Andreas, Ende gut, alles gut? Alles bestens. Wir sind zufrieden. Wie war es mit der Preisvergabe? Auch so nach deinen Vorschriften, nach deinen Vorstellungen? Ah, wir sind in der Form offen. Und wenn man mit so einem großen Mann hier eine lockere Preisvergabe machen kann und man sich die Bälle zuspielt hier und das Publikum was zu lachen hat, besser geht es doch gar nicht. Und nächstes Jahr Pfingsten wird wieder gesägt? Nächstes Jahr Pfingsten wird wieder gesägt. 5 Pferde, lebensgroß, mit Reiter aus der Hebammengeschichte.
Herr Emmerlich, in wenigen Tagen wird bei Ihnen im Garten eine neue Bank stehen. Der Andreas Martin hat mich gefragt, wenn ich denn hierher komme, ob Sie mir einen Gefallen tun können. Und da habe ich gesagt, ich habe eine Bank im Garten, die hat sich eigentlich schon auch vom Alter her verabschiedet. Die sieht doch nicht mehr besonders gut aus. Und dann hat er gesagt, da kann Abhilfe geschaffen werden. Und das ist jetzt die neue Dresdner Bank und die wird nicht fusionieren mit der Commerzbank. Mit diesen Bildern, aber vor allem mit diesen Tönen von der 8. Auflage des Husky Cups zu Pfingsten 2011 in Blockhausen, einem Ortsteil von Dorf Chemnitz, möchten wir uns verabschieden und allen Akteuren weiterhin viel Erfolg wünschen. Na, wie wär's? Schauen Sie sich doch diese entstandenen Meisterwerke einmal vor Ort an. Wo? Natürlich in Blockhausen, einem Ortsteil von Dorf Chemnitz. Sie sind herzlich dazu eingeladen.